Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit meiner Declutter-Reihe und zwar geht's heute den Primern an den Kragen und zwar ordentlich. Ja, auch genauso wie bei den Foundations. Ich habe mega viele Primer und wenn du am Ende doch immer nur den gleichen benutzt, ja, dann gammeln halt die anderen in der Schublade rum und das sollen sie nicht. Deshalb werden heute Primer aussortiert, aber ordentlich. Und zwar jetzt. So, Schnuckis, heute geht's meinen Primern ans Leder. Ich werde Primer deklattern und das fällt mir wirklich sehr schwer. Fällt mir schwerer, denke ich mal, als bei Foundations, denn oh, ich habe so geile Primer. Fangen wir mal an. Hier, da bleibt selbstverständlich, ne? Danessa Myricks Yummy Skin, ein absolutes Traumprodukt, bleibt. Nabla Angel Aura bleibt selbstverständlich. Natasha Denona, das Zeug heißt Hygiene Skin Glass. Ich liebe das Zeug. Das bleibt selbstverständlich. Da es so ähnlich ist wie die drei, die ich euch gerade gezeigt habe, wird es ausziehen. Irgendwas muss ja gehen, ne? Irgendwer muss einen Anfang machen. Obwohl ich... Nee. Nee. Nein, du bleibst. Oh, das wird nicht gut ausgehen hier. Milk. Dieser Under Eye Primer. Der darf ausziehen. Yay, ciao. Ja, ich benutze das einfach nicht. Dominique Cosmetics. Einer meiner liebsten Lieblingsprimer, ihr seht. Den habe ich eine Zeit lang so viel benutzt. Den benutze ich auch noch alle. Der wird nicht rausgeschmissen. Ich sag's euch, ich habe schon Verlustängste, ne? Alter Schwede. Strobe Dewy Skin Tint von MAC. Fand ich sehr geil als Unterlage für... Bleibt noch als Unterlage für matte Foundations. Gucke ich mir noch einen Moment an. Könnte aber sein, dass es auf der Abschussliste steht. Dann der MAC Studio Radiance Moisture Element. Ach, ist so toll. Das ist so ein schönes Produkt. Bleibt. Der, oh, der ist auch so gut. Schande. Oh, ich liebe Primer, Leute. Ich habe so eine Macke, was Primer angeht. Der Eborian Pink Primer bleibt. Der Hourglass Vanish bleibt. Naja, was soll ich sagen, ne? Einer meiner absoluten Lieblings-Lieblings-Lieblings-Primer, der Glotion von Tarte, bleibt, wird nachgekauft, wenn er alle ist. Absolutes Lieblings-Lieblingsprodukt. Der Professional Light, den habe ich mal von Benefit bekommen, den werde ich nochmal ausprobieren. Ich habe noch nichts weggetan. Es kommt noch, glaub mir. Linda Halberg, bleiben beide, ist einfach ein schönes Produkt. Das sind so Illuminator, die bleiben definitiv. Da kann ich mich einfach nicht von trennen. Ich trenne mich jetzt aber mal von den beiden und zwar heißgeliebt die All-Nighter Primer, einmal der normale und einmal der Ultra Glow. Sind beide wirklich, wirklich toll, aber ich benutze sie nicht. Anhand der Sachen, die ich jetzt neu habe, die ich da liegen, ich benutze die einfach nicht. Deshalb dürfen die jetzt ausziehen. Man muss ja auch mal ein bisschen was Platz machen. Der bleibt selbstverständlich. Tarte BB Tinted Treatment 24 Hours Primer. Das ist schon die neue Portion. Ja, das ist der Nachkauf. Der bleibt selbstverständlich. Ole Hendriksen. Banana Bright Face Primer geht. Gut, aber nicht so umwerfend. Der Giorgio Armani Primer fand ich mega toll. Aber mittlerweile zum Beispiel, bevor ich jetzt den nehmen würde, würde ich den hier nehmen. Ja, also tolles Produkt, benutze ich aber nicht mehr. Ich benutze auch das Infinity Glass von Linda Halberg nicht. Es ist nett, aber ich benutze es einfach nicht. Das ist sehr... Man kann es als Primer benutzen oder für alles möglich, aber es liegt bei mir nur rum, deshalb darf es gehen.
Der Huda Beauty Water Jelly fand ich auch richtig gut. Benutze ich nicht. Benutze ich nicht, geht. Der neue Estee Lauder Futurist Aqua Brilliance Water Glow Primer geht auch. War auch gut, aber nicht so umwerfend, dass ich ihn jetzt... Ich würde ihn halt einfach nicht benutzen. Ich würde andere Sachen greifen. Deshalb geht der. Und soll ich euch mal was richtig Geiles zeigen? Jetzt... Oh, wow. Oh, wow. Die beiden habe ich wohl benutzt, oder? Alter Schwede. Gehen beide. Jetzt. Jetzt ist deren Zeit zu gehen. Die Brightening CC Serum erstmal, die kommen auch direkt in die Tonne. Also die würde ich jetzt nicht mehr in den Sale packen, weil die sehen so unappetitlich aus. Und die sind auch wirklich schon sehr alt. Sehr gut benutzt. Ich tut mir nicht leid, dass ich sie jetzt wegtue. Ich benutze sie jetzt nicht mehr. Es gibt mittlerweile noch bessere und tollere Produkte, die halt vor allen Dingen nicht so dolle stinken. Das ist echt das Problem. Die riechen so hart nach Rose, das kann man nicht aushalten. Deshalb dürfen die gehen. Diese kleine Probe von dem Touche Eclat. Ja, Blur Primer. Na, sie bleibt nochmal. Ich benutze ihn vielleicht irgendwann nochmal. Dann habe ich mega abgefeiert. The Mindful 5. Geht jetzt mittlerweile, hat auch schon eine andere Farbe, würde ich auch entsorgen tatsächlich. Also das ist so etwas, was ich jetzt entsorgen würde. Mochte ich total gerne den Primer von Smashbox. Aber ihr seht, ich mochte ihn wirklich. Und es ist aber seine Zeit jetzt. Er darf jetzt ausziehen. Der Marshmallow Primer von NYX habe ich, glaube ich, einmal benutzt oder so. Fand ich ganz gut. Würde ich jetzt nicht nochmal zugreifen, deshalb darf der gehen. Habe ich immer noch nicht ausprobiert, oder habe ich schon mal ausprobiert, den alten Primer, den Veil? Lass ich mal hier. Was aber definitiv gehen darf, sind die beiden Minis von Smashbox. Einmal den Green Corrector, sie haben den ja neu aufgelegt. Und den Illuminating Primer sind beide okay, aber ich habe... Besseres. Den Vitamin Glow Photo Finish von Smashbox, der geht auch. Das ist auch ein Mini, der darf auch ausziehen. Ja, werde ich so nicht mehr benutzen. Und den so oder so nicht. Der Milk Hydro Grip, wir haben so eine Hass. Wir wissen nichts miteinander anzufangen. Wisst ihr, ich habe es immer wieder probiert und immer wieder gedacht, naja, ach komm, probierst es. Den werde ich auch, ja, abgeben. So, was haben wir hier hinten in einer, warum auch immer, als hätte ich nicht genug Primer, den NYX Bare With Me im Nachkauf. Ja, werde ich selbstverständlich behalten. Ich liebe den Primer. Dann habe ich hier zwei von Iconic London. Das sind eigentlich diese Radiance Booster. Finde ich beide toll. Behalte ich auch nochmal erstmal. Würde ich noch nicht weggeben. Gucke ich mir nochmal an. Dann... Fasali Liquid Glass. Guckt euch das mal an. Ich hab's abgefeiert. Ja? Ihr seht, es ist nur noch ein Furz drin. Das wird jetzt natürlich aussortiert, weil das ist einfach steinalt und das habe ich so abgefeiert, so geliebt. Aber das geht jetzt selbstverständlich. Der hier geht auch von Reva Loves Me, dieser Holy Grails bei Maxim. Der war auch wirklich toll, Leute. Wirklich. Aber da würde ich dann auch wieder, wenn ich jetzt sowas nehmen würde, vielleicht lieber, dann würde ich eher den benutzen oder würde den Bare With Me von NYX benutzen. Schöner Primer definitiv, aber der darf gehen. Es darf auch gehen, das Laneige Glow Make-Up Serum, auch schön, sehr schön. Ich mag ja diese Serum-Sachen, wartet. Ja, sowas ist schon schön, aber auch den benutze ich nicht. Bevor ich jetzt den benutzen würde, würde ich den von Natasha benutzen. Deshalb, ja. Darf der gehen. Dieser VDL Lumiliere, der war auch gut, aber darf ausziehen. Oh, oh, jetzt wird es noch mal hart, glaube ich. Das, ein Favorit sondergleichen. Der Pure Canvas Illuminating Primer. Aber man muss ihm jetzt auch eingestehen, er ist in die Jahre gekommen. Obwohl, das ist auch die neue Variante. Ne? Wirklich toll. Oh Gott, behalte ich den noch? Guckt mal. Aber nee. Also, schwierig. Schön, ne? Oh, 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 oh.
Aber bevor ich jetzt den wiederum nehmen würde, würde ich auch wieder einen von meinen ganz neuen nehmen. Der kommt weg. Nein! Doch, der kommt weg. Jenny, der kommt weg. Der Becker First Light Priming Filter in dieser Mini-Variante, der kommt auch weg. Den mochte ich sowieso nie so sonderlich. Dann habe ich hier die MAC Strobe Cream. Da kann man sogar sehen, wie viel da noch drin ist. Gar nicht so alt tatsächlich. Oh, guck mal. Neben wem wird sie wohl gelegen haben? Ich fasse es nicht. Na? Ihr habt eine Sekunde, es zu erraten. Jeder weiß es. Neben dem Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury, der auch schon ausgezogen ist. Der hinterlässt diese roten Stückchen. Strobe Cream liebe ich so sehr. Kommt aber schwierig irgendwie in meiner Routine zurecht. Behalte ich noch. Behält sie. Die beiden gehen, die L'Oreal Glow Cherie sind beide toll. Ich habe aber geileres, deshalb benutze ich sie nicht. Die gehen. Oh, es wird leerer. Juhu. Oh, der ist uralt. Natasha Denona Face Glow, den wollte ich neulich beim letzten, bei der Dings schon aussortieren. Ne? Der geht jetzt auch mal langsam weg. Also ich benutze ihn ja eh nicht. Ne? Ich finde ihn nur immer wieder da hinten in der Ecke. Mag ich so sehr. Der Geruch ist so penetrant. Ich behalte es trotzdem nochmal. Ja, darf nochmal bleiben. Dann habe ich hier diese beiden richtig geilen Strobe Face Glaze Illuminator von MAC. Die bleiben auch. Die fand ich so geil, dass die auf gar keinen Fall gehen dürfen. Dann habe ich hier, als man es noch kaufen konnte, den Backlight Priming Filter von Becca in Originalverpackung. Noch nicht geöffnet, noch nicht angefasst, gar nichts. Guck mal, wie schön. Den packe ich jetzt in meinen Sale. Ich glaube, irgendwo wird es noch die Person geben, die sagt: Oh, das ist mein Lieblingsprimer. Wenn ich den noch mal kaufen könnte, ich wäre so glücklich. Für die Person packe ich den jetzt in Sale. Also, ich werde ihn nicht aufmachen und benutzen. Dafür habe ich zu viele geile Primer. Ja. Dann habe ich hier von Niki Tutorials von Nivea. Dieses Serum, das ist dieses blaue, es ist wirklich geil. Ja, aber auch hier ist es leider so, ich zeige es euch mal, ich benutze es nicht, ne? Da vielleicht erfreut sich daran jemand. Guck mal, es ist schon auch geil, ne? Es ist schon geil, es ist geil. Ja. Also es riecht nach Bleistift, ein bisschen, finde ich. Kommt weg. Muss ich jetzt einfach mal hart sein und das aussortieren, kommt in meinen Sale. Genauso wie diese wundervolle Creme von Nivea. Und das ist so, ich finde es so traurig. Ich bin so traurig um diese Creme, denn, ups, bleib hier. Diese Creme hat so ein affengeiles Hautgefühl. Jetzt mal ehrlich, so ein geiles Hautgefühl. Aber ich kann den Geruch nicht aushalten. Der Geruch ist mir zu doll. Guck mal. Wie geil. Oh, die ist echt toll. Echt toll, wirklich. Ich kann den Geruch leider nicht aushalten. Dementsprechend schade. Darf die auch ausziehen. Guck mal. Das war's. Und jetzt zeige ich euch gleich mal die Haufen. Und ich bin gerade mega stolz auf mich. Oh, ich glaube, ich habe mehr deklattert, mehr aussortiert als behalten. Ich zeige es euch gleich mal. So, das ist mein das behalte ich Haufen. Und das hier, ist mein, ich gebe abhaufen. Das ist ja wohl geil, oder? Also jetzt mal ganz im Ernst. Das finde ich ja wohl richtig, richtig gut. Der größte Teil dieser Sachen wird in meinem Sale landen, natürlich für ein Apfel und ein Ei. Ich möchte aber die Sachen so unfassbar ungerne wegschmeißen, wisst ihr? Weil diese Sachen zum Beispiel, ne? Klar, was soll man, ich will die ja nicht verkaufen, um irgendwie Gewinn damit zu machen. Ich will sie nur einfach gerne nicht mehr haben. Deshalb werde ich die quasi für ein Apfel und ein Ei und den Versand gerne an jemanden verschicken, der damit mehr anfangen kann. Das eine mehr oder das andere weniger. Das kommt natürlich darauf an, was das für Produkte sind. Aber ja, Leute, was soll ich tun? Ich kann es nicht alles benutzen. Hier dran werde ich mich jetzt mehr erfreuen können. Das ist ja zum Beispiel auch mit diesem. Hier, die verdränge ich gerne, ne, diese Sachen, weil ich so viel Geiles habe, dass ich es dann nicht mehr sehe. Deshalb, ja,
Das reicht auch an Primern, oder? Ich würde mal sagen, das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.